Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über die Canon EOS 250D. Eine Sache möchte ich gern vorab sagen, und zwar, ich bin jetzt kein professioneller Fotograf oder professioneller Filmedreher oder solche Geschichten. Ich bin auch selbst, was den Bereich von solchen Spiegelreflexkameras angeht etc., Anfänger. Ich kenne mich aus ein bisschen mit der Thematik, habe schon einiges gemacht, aber ich würde mich tatsächlich selbst auf so Starter-Level auf jeden Fall bezeichnen, was dieses ganze Gebiet rund um Kameras angeht. Aber da gibt es ja wirklich tolle Videos da draußen auf YouTube mit richtig coolen Informationen zu den ganzen technischen Daten etc. Das interessiert mich auch mal sehr. Das Video hier wird jetzt ein bisschen anders sein, und zwar möchte ich dir einfach nur meine subjektive Sicht darauf wiedergeben, warum ich eben die Entscheidung getroffen habe, mir heute diese EOS 250D zu holen. Und warum ich diese Kamera jetzt in der Hand habe und dieses Video gerade mit einer EOS 200D gedreht wird. Genau, also kein reines Technikvideo, sondern einfach meine Beweggründe, mir eine solche Kamera zu kaufen. Vielleicht findest du dich ja da irgendwo wieder. So, und zwar ist es bei mir so, ich mache viele Anleitungsvideos, Tutorials oder plane das zumindest gerade aufzubauen für das Thema Website-Erstellung, also alles um WordPress und Elementor und solche Geschichten. Und dann mache ich natürlich viele Screen-Videos, wo ich meinen Monitor hier aufnehme. Da sitze ich dann hier, habe ich meinen einen Monitor, dann habe ich meinen zweiten Monitor, wo ich dort alles überwache, wie ich das eben aufnehme mit OBS. Und dann will ich mich natürlich auch ab und zu voll im Bild haben. Da habe ich dort meine Spiegelreflexkamera positioniert gehabt. Das ist genau die, die jetzt hier vor mir ist, die Canon EOS 200D. So, die hatte ich zuerst mit dieser EOS Webcam Utility Software, die schönerweise gratis ist von Canon, mit meinem Computer verbunden. Allerdings besteht der Knackpunkt, um das mal in meinen Laienworten auszudrücken, darin, dass dieses USB-Kabel, sage ich jetzt mal, von der Kamera zu meinem Mac Mini einfach nur beim Ausgang bei der Canon-Kamera USB 2.0 ist. Bei der hier übrigens auch so. Und rein technisch geht es dann dort einfach nicht, ein HD-Bild zu übertragen. Also das Maximale, was man mit dieser Gratis-Software von Canon, wenn man eben jetzt die Spiegelreflexkamera, so wie ich, als Webcam verwenden möchte, ist immer 1280x720. Man kriegt dort nicht mehr auf seinen Computer übertragen. Das sieht in meinen Augen immer noch viel besser aus als die klassische Webcam. Selbst wenn die HD haben sollte, sieht in meinen Augen die Spiegelreflexkamera in 1280x720 immer noch um Welten besser aus als diese klassische Webcam, sage ich jetzt mal, für 100 bis 200 Euro. Aber ich habe weitergesucht und bin dann tatsächlich, weil ich das HD-Bild haben wollte, irgendwann auf den Elgato Camlink 4K gekommen, und das fand ich doch mega, mega cool. Bedeutet, wir gehen dann nicht mehr an dem klassischen Datenkabel an der Canon-Kamera raus, nämlich darüber ist noch ein weiterer Anschluss, und zwar ein Ausgang, ein HDMI-Ausgang, ich glaube es Mini-HDMI, und dann hat man eben das HDMI-Kabel, das kommt in den Elgato Camlink 4K, und dieser Camlink 4K von Elgato sorgt eben dafür, dass man diese Spiegelreflexkamera dann eben auch als Kamera in zum Beispiel Zoom oder eben so wie ich es nutze, OBS, einfach auswählen kann. Weil dieser HDMI-Ausgang an der Canon-Kamera ist ja eigentlich nur dafür gedacht, dass man jetzt irgendwelche Bilder oder irgendwelche Videos sich direkt von der Kamera auf den Fernseher übertragen und ansehen kann. Aber durch diesen Elgato Camlink kann man diese HDMI-Verknüpfung, sage ich jetzt mal, eben auch dafür benutzen, dass man wirklich das HD-Bild jetzt auf seinen PC überträgt als Webcam oder zum Aufzeichnen von YouTube-Videos und so weiter und so fort. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wenn das funktioniert hat, Stefan, mit deiner Canon EOS 200D, warum hast du jetzt die 250D gekauft und machst dieses Video? Das liegt ganz einfach daran, dass mit der Canon 200D, mit der ich jetzt gerade filme,
war das so gewesen, dass man diesen Rahmen vom Autofokus nicht wegbekommt. Also man kann den tatsächlich nicht ausstellen. Man kriegt den Rahmen weg, aber dafür muss man am Objektiv umschalten, dass man eben jetzt den Autofokus der Kamera nicht nutzt und immer wieder manuell fokussiert. Es funktioniert, ja, man hat ja auch so einen Bereich, wo man dann manuell scharf stellen kann und dann muss man sich eben immer ungefähr so an die gleiche Stelle hinsetzen. Das geht natürlich vielleicht am PC, aber für meine Einsatzzwecke, die durchaus auch verschieden sind, also ich sitze mal hier und mal da, fand ich das offen gesagt doch schon ein bisschen nervig, die Kamera immer wieder manuell einzustellen, wenn ich doch so einen tollen Autofokus an dem Ding dran habe. Und ich bin jetzt nicht so der, wie gesagt, Filmemacher, der dann Spaß dran hat, immer wieder manuell zu fokussieren, sondern ich will dann gern einfach mein Video aufnehmen und eben meine Sachen machen. Also ich möchte den Autofokus gern nutzen. Das ging mit der Canon EOS 200D nicht, zumindest nicht ohne diesen Rahmen in dem Bild. Und bei der Canon EOS 250D kann man diesen Rahmen ausstellen, auch wenn man den Autofokus weiterhin benutzt. So. Das war für mich allein Kaufargument gewesen, aber da gab es noch ein paar weitere Punkte oder genauer gesagt einen. Und zwar kann diese Kamera hier auch 4K filmen. Das finde ich ziemlich cool, wenn man bedenkt, dass sie tatsächlich hier ein mega Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Mal schauen, wie das in 4K funktioniert. Kommt mir natürlich entgegen, weil ich auch hier einen 4K-Monitor habe mit OBS. Wird das aktuell immer so ein bisschen umgerendert, sage ich mal, aber wenn ich dann die Kamera hier auch auf 4K einstelle mit dem Elgato Camlink, der natürlich auch 4K überträgt und nicht nur HD, bin ich gespannt, was ich dann aus der ganzen Geschichte raushole. Und für mich ist dann eben schön, weil ich weiß, die Canon EOS 250D, die kommt dann hier in die Ecke. Das wird dann quasi meine Webcam, wenn ich mich jetzt für meine YouTube-Videos, wenn ich die aufzeichne oder zum Beispiel für meinen Stream, wenn ich mich dort ganz zeige, im gesamten Bild eben, die bleibt dann hier fest positioniert und ich habe meinen Autofokus, ich habe keinen komischen Rahmen im Bild und ich habe höchstwahrscheinlich auch ein 4K-Bild. Und die Canon EOS 200D, die hat ihren neuen Einsatzort auch schon gefunden und zwar genau so, wie es jetzt eben ist. Die wird hier irgendwo im Raum positioniert und dann eben für Videos genommen, wo man jetzt eben zum Beispiel nichts am Computer zeigt oder einfach mal spricht oder wie hier am Schreibtisch oder auch draußen. Das finde ich mega, mega cool. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich war mit der Canon EOS 200D immer mega zufrieden gewesen. Außer eben die Sache mit dem Rahmen jetzt bei dem Elgato Camlink 4K. Wenn das jetzt aber vielleicht ein Thema ist, was dich gar nicht interessiert, dann wirst du auf jeden Fall auch mit der Canon EOS 200D nichts verkehrt machen. Die ist ja nochmal ein kleines bisschen günstiger als die Canon 250D. 250D einfach der Unterschied, die kann eben auch 4K. Und dann gibt es auch noch ein paar technische Raffinessen, wo ich jetzt aber, oder Unterschiede, sage ich mal, wo ich jetzt nicht drauf eingehe, weil da bin ich nicht der Profi, da möchte ich nicht mit gefährlichem Halbwissen glänzen. Ich kann nur sagen, als Anfänger, als Einsteiger, war ich mit der Canon 200D so in HD-Qualität immer mega zufrieden gewesen. Also ich habe immer alles gefunden, was ich gesucht habe. Ich konnte fokussieren, was ich fokussieren wollte. Die Kamera hat so schöne Erklärungen für die Bedienung. Das kann man sich immer einblenden, wenn man das eben haben will. Und da kommt man auf jeden Fall immer ans Ziel. Ja, soweit, so gut. Ich würde sagen, wir schauen noch mal kurz hier rein in die Verpackung der Canon EOS 250D. So, ein paar Zettel sind drin. Was haben wir hier drin? Natürlich Netzteil, um die ganze Geschichte aufzuladen. Ladegerät haben wir dann hier, also einfach nur für den Akku. Dann haben wir hier den Akku an sich. Und ich freue mich gerade, ich hole sie gerade tatsächlich zum ersten Mal raus. Richtig, richtig cool. Hier ist das Objektiv drin, zeige ich dir auch nochmal. Ist jetzt für mich natürlich keine große Überraschung, weil genau mit dem Objektiv filme ich jetzt auch gerade. Aber das finde ich wirklich cool. Also das ist so der Allrounder EFS 18-55mm STM. Ja, wie gesagt, wird kein reines Technikvideo, da kenne ich mich nicht gut genug aus, aber das ist richtig cool. Also man hat in meinen Augen so eine Art
Weitwinkelobjektiv. Also wenn man das so hier hat, dann kriegt man auf kurze Entfernung ganz, ganz viel auf sein Bild drauf. Aber man kann jetzt hier auch ein bisschen ranzoomen, wenn die Kamera jetzt ein bisschen weiter weg steht oder wenn man jetzt wirklich nur den Talking Head haben will. Und gerade beim Ranzoomen, finde ich, kriegt man auch doch schon mit diesem Objektiv, auch wenn das jetzt keine Festbrennweite hat, einen sehr, sehr geilen, unscharfen Hintergrund hin, definitiv. Also wenn man das jetzt irgendwo, sage ich mal, ab hier bis hier hat, dann kriegt man auch mit diesem Objektiv einen richtig coolen, unscharfen Hintergrund hin. Jetzt zeige ich dir nochmal ein Objektiv, was jetzt nicht hier in dem Kit mit dabei gewesen ist. Das ist noch eins, was ich eben habe für meine Canon EOS 200D. Das passt jetzt natürlich auch auf die Canon 250D. Und zwar ist das klassische Canon 50mm Objektiv. Wenn ich mein Gesicht verdecke, geht es vielleicht. Ich habe noch ein Bild im Hintergrund, das fokussiert es jetzt. Und zwar, hier würde ich jetzt, wenn die Kamera so steht, da würdest du jetzt nur mein Gesicht sehen, so über den ganzen Bildschirm, aber der Hintergrund wäre extrem unscharf. Ja, mega cooles Objektiv, das Canon 50mm, ich weiß nicht, was ich damals bezahlt habe, ich glaube 120€ oder so. Für das Geld ist das, was man hier bei diesem 50mm Objektiv bekommt, wirklich richtig, richtig klasse. Also schau dir das auch gerne mal an, falls du dich dafür interessierst. Und hier haben wir jetzt natürlich noch die Kamera, die EOS 250D. Ach, ich bin aufgeregt. Das ist doch immer ein magischer Moment. Schau dir das hier an. Wenn das gute Stück noch so eingepackt ist, herrlich. Also mich freut sowas. So, und da haben wir die gute, ganz jungfräulich. Cool, hier hinten auch so eine Rifflung. Ich glaube, das ist anders als wie bei der 200D. Da haben wir hier natürlich diesen coolen Klappbildschirm, der echt mega, mega praktisch ist. Also eben auch gerade, wenn man jetzt ein paar Vlogs macht oder so, man filmt sich so. Also das ist echt richtig, richtig cool. Ansonsten sehe ich schon viele Sachen hier an der 250D, wie ich es kenne, an der rechten Seite oben eben der HDMI-Ausgang. Eins weiter unten der Ausgang für das Datenkabel hier, also HDMI und Datenkabel. Und hier für mich auch ganz wichtig, der Mikrofonausgang. Hat tatsächlich auch nicht jede Kamera. So wie ich jetzt eben gerade filme, habe ich natürlich hier auch ein Mikrofon von Rode angeschlossen, weil klar, das eingebaute Mikrofon hier, damit kann man keine Videos machen. So, hier werde ich dann gleich den Akku einsetzen, Objektiv drauf zimmern, zack, und dann verbinde ich die ganze Technik hier mit meinem Elgato Camlink 4K mit dem Computer. Und bin gespannt, was am Ende rauskommen wird, aber das war jetzt einfach mal ein kurzes Video darüber, weswegen ich mir als Besitzer der Canon 200D jetzt noch die 250D geholt habe, um den weißen Rahmen wegzubekommen mit dem Elgato Camlink weil die 250D eben auch 4K-Videos aufzeichnet. Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel geplappert. Wie gesagt, die Motivationsgründe, sich so eine Kamera zu holen, sind ja immer unterschiedlich. Wenn du jetzt eher fotografieren willst, dann war das Video höchstwahrscheinlich nichts für dich gewesen. Aber der ein oder andere, der vielleicht ähnliche Sachen vorhat wie ich, für den war es vielleicht doch ein bisschen nützlich gewesen. Wenn dem so gewesen ist, dann freue ich mich, wenn du unten kurz auf Gefällt mir drückst, wenn du ein Abo da lässt, sodass wir uns dann in einem der kommenden Videos wiedersehen. Ich richte jetzt die Kamera final ein und sage danke, dass du dabei gewesen bist. Bis zum nächsten Video. Dein Stefan.